Ich will hier Leder aufleimen. Das ist eine Platte von einem Schreibtisch aus den 1920er Jahren. Die wird nachher dann dort festgeschraubt. Eigentlich eine nicht ganz so schwierige Arbeit, wenn ich gerade wie hier im vorderen Bereich auch nochmal so eine Einbuchtung, so eine kreisförmige wäre. Wichtig ist hier bei so einer Arbeit natürlich klar, mit einem heißen Föhn die Platte schön zu erwärmen erstmal. Und auch dann zügig den Leim aufzutragen, damit er eben nicht so schnell geliert und das nachher auch eine schöne Verbindung mit dem Leder gibt. Nach dem Trocknen des Leders nagel ich jetzt auf der Rückseite das Überstehende fest. Man sieht hier noch Reste von dem alten Kunstleder. Da habe ich dann auch einfach diese Einschnitte so ähnlich gemacht, damit es auch vorne recht gut anliegt. An der Ecke habe ich sogar ein bisschen was an Holz rausgenommen. Die war ein bisschen schwierig zu handhaben, diese Ecke, dass es da auch nicht so doppel- und dreifach liegt, das Leder. Mit einem Cuttermesser mit scharfer, noch unbenutzter Klinge schneide ich hier zwei Lederstreifen zu für einen Schreibsekretär für die Platte. Das funktioniert hier so an einem Stahllineal am besten. Also mit einer Schere bekommt man das nicht so gerade hin. Unten drunter ist dann eine Holzlatte gelegt, dass man hier wirklich das Ganze gut abschneiden kann. Man arbeitet doch dann sehr konzentriert, denn da darf ja nun kein Fehler entstehen. Denn oft sind das ja teure Leder, man hat vielleicht gar nicht viel an Reserve. Ist nun die Kante trotz scharfem Messer mal so ein bisschen zackig, also das kann ja immer mal passieren, kann man eigentlich auch so zwischen zwei Klötzchen einspannen und dann einfach so ein bisschen mit 120er Papier vielleicht diesen Schnitt begradigen, dass es nicht mehr so auffällt. Hier sind nun die zugeschnittenen Lederstreifen zu sehen. Ich habe mich mit dem Kunden dazu entschieden, dass wir hier also eine Fuge lassen, weil ja ohnehin die Klappe immer auf und zu geht. Und hätte man jetzt hier durchgehend das Leder, ergibt es hier ohnehin eine unansehnliche Stelle. Ich habe jetzt die Leder so weit zugeschnitten, dass ich auf jeden Fall auch noch so ein klein wenig sogar Platz habe, 2-3 mm, weil das Leder sich ja auch dehnen lässt, ziehen lässt, gerade wenn es feucht ist, sodass ich auf jeden Fall die Größe hier hinbekommen werde. Besser als wenn ich nachher was abschneiden muss. Ich habe natürlich auch vorher ein bisschen ein Stück mal aufgeleimt, probeweise. Man weiß ja nie so, was man da gerade für ein Leder hat. Dabei ist mir aufgefallen, dass dieses Leder hier beim Auftragen von Wasser sofort dunkel wird.
Das haben diese anderen Leder hier gar nicht gezeigt. Also, aber das geht ganz schnell wieder weg. Sobald es trocken ist, wird es dann wieder, kriegt dann wieder seine natürliche Farbe. Also die Leder sind ja wirklich ganz unterschiedlich. Da gibt es also wirklich auch ganz große Qualitätsunterschiede. Oft, es gibt ja auch Spaltleder, oder die meisten sind ja, glaube ich, Spaltleder. Das ist natürlich die gut beste Schicht, die äußere Schicht, also da, wo die Haare saßen. Da haben wir auch eine schöne Struktur. Wenn bei so einem Leder jetzt, wenn das gespalten ist in mehrere Schichten, sind natürlich die unteren Schichten, gerade die zum Fleisch hin zeigen, natürlich ganz schlecht. Diese gehen doch sehr schnell kaputt und haben natürlich gar keine Struktur. Da haben wahrscheinlich eine aufgedruckte Struktur, die natürlich mit warmem Wasser oder Hitze natürlich ganz verloren geht. Das passiert natürlich hier bei diesen Ledern nicht. Die Haare behalten also wirklich ihre Struktur, die man hier auch sieht. Auch hier habe ich natürlich, bevor ich hier den Lutimleim auftrage, vorher die Platte mit dem Heißluftföhn schön warm gemacht. Denn abhängig natürlich von der Raumtemperatur geliert natürlich der Leim dann auch recht schnell, wenn er abkühlt. Und das soll er ja nicht, bevor ich das Leder aufgelegt habe. Also man muss schon zügig durcharbeiten. Man kann natürlich auch sehen, dass man den Leim vielleicht recht schön heiß auch hat. Also vielleicht heißer als normal üblich zum Verleimen. Dass einem auf gar keinen Fall der Leim vorher geliert. Beim Auflegen wird natürlich jetzt auch das Leder warm und damit auch weich und lässt sich dehnen und ziehen eigentlich. Dadurch entstehen dann auch schon mal so einzelne Luftblasen, die sich aber eigentlich mit warmem Wasser dann doch recht gut wieder runterdrücken lassen oder rausdrücken lassen. Man hat also wirklich gute Möglichkeiten, hier noch nachzuarbeiten. Im Gegensatz dazu, wenn man jetzt so einen Kontaktkleber nehmen würde, da ist dann ja beim Auflegen sofort Schluss. Hier sieht man nun den ersten Teil der Lederaufleibung der Schreibklappe, nachdem sie getrocknet ist. Hier an den Scharnieren habe ich noch kleine Aussparungen abgeschnitten. Auf meine kleine Probeleimungen von Leder, das ist einige Tage her, das ist natürlich bombenfest hier, habe ich vor einer Stunde jetzt hier einen heißen Lappen, einen heißen feuchten Lappen aufgelegt. Die Struktur ist immer noch zu sehen. Jetzt muss man gucken, ja, es ist schon ganz locker. Lässt sich fast schon ganz abziehen. Da ist noch ein bisschen in der Mitte, sitzt noch ein bisschen fest. Ich habe jetzt hier auch mal Kunstleder aufgeleimt. Das ist ja von außen wirklich nicht von rechtem Leder zu unterscheiden. Es fühlt sich auch genauso an. Die Struktur ist klasse, also auch vom Ton her. Nur wenn man es kauft, dann sieht man natürlich ganz klar, dass von hinten hier dieser Textilbelag, dass eben ein PVC ist und kein echtes Leder. Das habe ich auch mit Knochenleim, Hautleim aufgeleimt. Mal sehen jetzt, wie es überhaupt auf das heiße Wasser reagiert. Und ob man es gut abbekommt. Lass den Lappen jetzt auch mal ein bisschen hier drauf liegen, dass es einziehen kann. Tja, trotz langen Aufliegens geht im Prinzip hier nichts ab. Alles noch genauso fest, ist ja nicht auch klar, PVC lässt kein Wasser durch. Aber auch die Struktur ist noch erhalten geblieben, trotz des heißen Wassers. Also, ich hatte auch schon mal Kunstleder, da war die Struktur nachher weg. Das war auch schon lange her, also mittlerweile scheinen die auch so gut zu sein,
die Kunstleder, dass es also wirklich schon auch sehr haltbar ist, das Ganze. Man sieht hier wieder beim anderen Leder hier, wie dunkel es wird, dass eben hier wirklich auch die Nässe durchdringt. Gut, man will ja im Prinzip auch nicht mehr das Leder nicht mehr abmachen, wenn es einmal drauf ist. Von daher muss das auch nicht sein.